Oh mein Gott! Er steht da hinten und trifft ihn gar nicht. Easy peasy, dann squeezy. Wow! Er spielt jetzt alleine gegen 3. Und er ist tot. He's down. Oh, nice. It's down. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer Runde auf Nuke. Hello Team. Bitte sagt was. Ah. Ja, ich sehe gerade, hinter mir ist gerade nicht richtig ausgeleuchtet. Was ist da los? Oh Gott, die legen schon auf A. What the fuck, hä? Warum geht das so schnell? Ramp Rush. Oh fuck, Mann. Jetzt war ich alleine, ihr Lurche. Der eine wollte vorhin auf jeden Fall mit auf Ramp. Hat er ganz bestimmt gesagt, dass er auf Ramp ist und ihn keiner da wegdrängen soll. Wir schauen mal, wie es sich so entwickelt. Das letzte Spiel war ja genau andersrum. Da dachte ich am Anfang, das Team wäre ziemlich cool. Und wenn man da langsam verliert, wären sie zu Hurensöhnen. Das ist halt des Öfteren so. Das weiß ja jeder von uns, dass das wahre Arschloch sich erst dann zeigt, wenn es schlecht läuft. Jeder kann gut gelaunt sein, wenn das Spiel gut läuft. Naja, schauen wir mal. Wir machen jetzt eine Echo. Echo Rush outside maybe? Okay. Immerhin haben sie diesen Rush angenommen. Sehr freudig. Vielleicht spielen sie auch nur die Madekraftigkeit, wer weiß. Aber ich hab's am liebsten, wenn die Leute einfach von vornherein sehr freundlich sind und gut drauf sind und sagen, hey, Chaka, Motherfucker, easy win. Ich denke, das ist jedem von uns lieber als der andere Scheißdreck. Nein, die sind direkt auf B gegangen, ne? Oh Gott, sorry. Oh, okay, wow, der ist doch irgendwie, die sind doch ziemlich höflich. Vielleicht hat er nur auf böse gespielt. Ich bin gestappt, obwohl er schleichen wollte und ich sag sorry und er, no problem. Naja, es war schon ein mittelmäßig nicer Try. Wir haben, glaube ich, 2 Leute geholt. Okay, sie hören sich gar nicht mal so übel an. Nur stehen wir sehr schlecht. Also 3-0 bei City auf Nuke. Es kann nur andersrum stehen, eigentlich. Es kann nicht sein, dass die Tees mehr reißen als wir. Also den anderen habe ich angenudelt. Jetzt haben wir Waffen. Vielleicht können wir jetzt alles zuregeln und den nur maximal diese 3 Runden lassen. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Denn es gibt immer wieder Runden, in denen die Gegner einfach Glück haben, beziehungsweise man Pech hat und die verkackt man dann. Wir gehen hier vor, okay. Horn on ladder. Vent is open. Okay. I'm gone, Vents. Down one. Oh Gott, wo ist der andere? Der ist hier irgendwo in der Nähe. Ich will hier gleich wieder raus, aber irgendwie auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass er auf A geht. Naja, erstmal hier raus. Aus dem Vent und... He's gonna be, I think. Oh Gott, Herzinfarkt! Der müsste genau da sein. Der muss hier gestanden haben, mir die Fresse, also die Rückenfresse weggeschossen haben. What the fuck? Die ist einfach ausgegangen. Willst du mich verarschen? Also, das ist doch jetzt ein Scherz. Ich hoffe, ich krieg das wieder gescheit gesinkt. Okay, immerhin haben die geklatscht. Jetzt muss ich raustappen und in der Voice rumrühren. Ich sehe, dass Audacity einfach nicht mehr aufnimmt. Also wenn wir jetzt einfach alle Runden holen, bin ich höchst zufrieden. Oh Gott, Leute, ich will auch noch einen haben. Ich will auch noch einen haben. Warte kurz auf mich, Bitch. Oh nein, jetzt bin ich runtergegangen. Das war fucking down. Er kommt bestimmt von da oben. Oh, doch nicht. Just let him come. We got the bomb. He's coming. Sorry. Komm her. Op, oh ja, okay. Souverän gepimmelt, Alter. Weggeschniedelt wie so ein kleines Wärzlein. Ich wäre das den Jungs nicht so ganz schlau. In der ersten Runde, die ersten 2, ist mir fucking egal, was ich hier mache. Also halt auf Englisch, Russisch irgendwie so. Und dann spielen sie aber doch mittelmäßig vernünftig. Okay, Bomb ist outside. Ich hoffe, der lässt sie nicht direkt einfach so durch. Doch, er lässt sie durch. Beziehungsweise stirbt, dass das gleiche ist. Oh oh, der nächste stirbt. Vance ist down. On B. He's on spot. On spot down. I'm gonna smoke and defuse. Okay. Fusing. Oh shit. Oh! Nice! Oh mein Gott, wo war der? Da hinten drin! Ey, der hat mich mit der Nade abgeworfen. Braucht jemand irgendwas? Er braucht was. Wir haben 4 on the ground. Es läuft im Moment ganz gut. Das heißt, wir können jetzt nicht zwingend sagen, ja gut, die sind gar nicht so übel. Nein, nein, es läuft ja. Es läuft ja. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn wir bei T sind. Oh oh, er will echt durch. My boy, okay, ich geh mit. Outside einer down. Ich geh mit ihm vor direkt. Oh, okay, shit. Fuck, eine Millisekunde früher bitte. Ah, ich habe nicht gewusst, dass da eine Orb ist. Ich wollte jetzt rushen und ich dachte, die haben MPs oder so. Die haben doch jetzt 2 oder 3 Runden am Stück verloren. Haben die, hat er jetzt gesaved? Ne, hat gekauft. Okay. Ich hätte jetzt nicht zwingend auf eine Farmers gekauft, Monsieur Wurst. Aber naja, muss ich halt jetzt einen One-Dick drücken. Einfach, um das wieder wettzumachen, was er sich da verkauft hat. Ah, shit, dude. One Ramp. Ist Outside jemand von uns? Ne, ne? Outside haben wir keinen stehen, super. Wait. Dieses Timing, warum musste er einen Schritt zurückgehen? Hätte er nicht einen Schritt vorgehen können? Ich weiß nicht, ob er mich gehört hat, keine Ahnung. Ja,
dann eigentlich noch eine Echo, ne? Ich glaube, das sind Premates. Also vielleicht sind es auch einfach Premates, die sich so ein bisschen necken, aber in Wirklichkeit eben zusammenspielen. Und auch einen Sieg wollen. Und es hat. Die Sound. Oh, 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 nice. Nice! Wow! Ich spüre auch Waffen! I got up for you. Up on the ground. Oh, die habe ich noch so lecker gesaved. Aber ganz lecker. Ich bin gerade. Ich weiß auch nicht, es macht Spaß. Ich habe die letzten paar Spiele echt ziemlich viel Pech gehabt. Und auch in den Streams war es oft so, dass es einfach natürlich in den Viewer Games geil war. Ganz klar, gar keine Frage. Aber von meiner Eigenleistung her nie so war, dass ich gesagt habe: oh, ho, ho, irgendwie ist es cool, weiter zu brechen und nach vorne zu gehen. Ich gehe jetzt hier lang. Ich bresche hier weiter nach vorne. Okay, die ist genau in die Ecke geflogen. Ah, Radio One. Schade, schade. Oh, da kam er too late. Da kam er einfach zu spät. Oh nein, schon wieder zu spät. Was für ein Timing. Er ist irgendwo hängen geblieben eben. Oh, die sind jetzt echt auf A. Und jetzt ist er... Egal, egal. Sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht sind die ja taub. Und hören nicht erst ab. Scheinbar sind sie nicht taub, okay. Ach du Scheiße. Was für ein edler Schuss, mein Freund. Lala, nur noch zwei. Just two, please. Oh. Ich würde sagen, dass wir sie kommen lassen. Es sind nur noch zwei. Ich hoffe irgendwie, dass er auf A geht. Ich weiß es aber nicht und ich bin gerade so low. No! Ich hätte stehen bleiben sollen. Thanks. Nice try. Hey, die sind ultra freundlich. Was laber ich hier überhaupt? Hey, die sind echt wieder tight am Start. Gefällt mir, gefällt mir. Ich glaube, ich spiele echt mit vier Premates, die einfach ultra chillig sind. Nee, nee. Aber trotzdem sieht es mit dem Win eher nicht so rosig aus. Leute, warum geht er eigentlich so fest ran? Nein, my God, she's going, ey. Jetzt war ich halt so ein bisschen blöd da gestanden, aber wir hätten von vornherein weggehen sollen. Die müssen doch auf den Spot. Also der eine muss doch jetzt auf den Spot sein. Oh, shit. Und schon wieder one-on-one. Ii. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er gehört hat, dass er von hinten kommt. Ha, er hat keinen Diffuse und es liegt nach B. Okay, also hat er auch so gut wie keine Chance. Er könnte einfach überall stehen und chillen. Oh mein Gott, nice. Oh, oh mein Gott. Er steht da hinten und trifft ihn gar nicht. Er hat sogar nur auf die Tür gezielt. Fuck dich. Pretty nice. Wir haben hier einen, der ziemlich carried bei uns. Der Rest, also wir sind jetzt allesamt nicht so prickelnd. Oh, Assist. Habe ich mir da einen kleinen Assi eingefangen? Nein! Ach, fick doch deine haarige Gesichtshälfte. Ah, ich hasse mich, Mann. Warum mache ich das? Ich muss, während ich die Waffe gerade wieder fertig mache, um die Ecke gehen, damit ich dann nicht schießen kann. Herrlich. Also ich hoffe, dass sie die Runde jetzt machen und sich nicht auf einmal wieder nacheinander wegklatschen lassen. Sehr schön. Ja, last round. Wir müssen jetzt ultra ran. Ich gehe jetzt hier hin und stelle mich an die Wand und hoffe, dass sie nicht von B kommen. On roof. Ich gehe vor. Ach, und Radio. Ein schwaches Spiel von mir. Ich gehe einfach hin, obwohl ich eigentlich den Vorteil habe und warten kann. Wow, outside war noch jemand. Mal schauen, ob wir jetzt hier ultra rein pimmeln. Er meint, wir sollen A rushen, alles klar, bin ich dabei. Ich kann mir jetzt einfach so schlecht vorstellen, dass man bei T, gerade wenn man zurückliegt, so wie wir jetzt, dass man da irgendwie was holt. Aber die Gegner haben es ja auch gemacht gerade eben, also von daher ist es möglich. Es ist, oh no. Es ist natürlich auch wichtig zu gucken oder zu wissen. Main down. One heaven still. Ach du Kacke, da hat uns beide gerade geheadshottet, ne? Es war dumm, dass dann Molly war. Der hat uns einfach on-spot. Oh, wow, wow. Der hat uns zu sehr schon auseinandergezogen. So wären wir alle zusammen schön rein und das wäre was geworden, nehme ich an. Aber, naja. Oh, er geht in Pommes rein. Was ein Dödel. Schön die Füßchen wegschießen. Oh, beide Pommes! Klick, klick, klick. Shit, der hat kein Ammo mehr gehabt. Ah. Er hat jetzt die Bombe, wir haben Ventrush angesagt, ich hoffe, er macht das auch. Aber es sieht nahe nicht danach. Purple geht einfach außen lang der Grasdackel. What the fuck are you doing? Wie so ein Vater, der einfach nicht weiß, was auf einmal abgeht. What the fuck are you doing? Boah, wow, der hat gefressen, oder? Was? Hab ich ihm nichts gegeben gerade eben damit? Das muss doch der Shot des Grauens gewesen sein, oder? Ich hoffe einfach drauf, dass ich jetzt alle weg ace. Easy peasy, dann squeezy. Wow! Oh shit. Schade. Da hört es auch schon wieder auf. Ich hätte einfach Deagle behalten sollen. Den nächsten. Bam. Let's go, my brothers. Hey. Mal schauen, ob wir das jetzt hinbekommen. Ne? Lecker Schmecker für Spaß und Decker. Wir machen einen Vent Rush, wie ich gesagt habe. Sehr schön, sehr schön. Oh, war etwas slow, mein Freund. Ach du Kacke. Renn, 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 Bombi.
Purple läuft wieder außen rum. Der hat wahrscheinlich keine Lust mehr oder so. Ich weiß es nicht. Er beteiligt sich auf jeden Fall nicht an den Plänen, die wir machen. Was natürlich sehr schade ist. Klar. Okay, wir können das erste Mal bei T full kaufen. Und können möglicherweise auch etwas verwandeln. Ich werde jetzt mal direkt Richtung... boah, ich weiß gar nicht. T halt. Einfach T. Man hat oben den Ding nicht mehr. Also den Catwalk. Das heißt, man ist eigentlich gefickt. Ich weiß nicht, wie man das ohne Catwalk schaffen soll. Okay. Dann machen wir einfach mal langsam Aufbau. Ich gehe mal zu dem nach außen. Und da bin ich weg. Schade. Der nächste Schuss wäre es gewesen. Blub. Er spielt jetzt alleine gegen 3. Und er ist tot. Wie vermutet, kriegen wir hier gar nichts hin bei T. Kaufen wir ja. Ich hole jetzt halt meine Scout und versuche außen irgendwas zu machen. Warten wir es ab. Oder wisst ihr was? Ich gehe erstmal ganz kurz Richtung hier left. Dann gucken wir mal, was man hier so machen kann. Gut. Ja, Smoke. Outside ist noch gar keiner vorgegangen. Das ist ein bisschen kacke. Jetzt nehme ich mir halt Galil. Und hoffe, dass hier außen keiner ist, der mich von der Seite fickt. Ist das der Mate, der gerade nachgeladen hat, oder? Warum ist hier keiner hier außen? Und wo ist Orange? Die Zeit ist uns nicht hold. Ich weiß nicht. Fuck. Ich versuche nochmal eine Runde Scout zu spielen. Diesmal ist hoffentlich der andere Außenspieler auch mit etwas mehr Erfolg am Start. Und dann können wir da vielleicht was machen. Wenn der eine wieder in die Halle reingeht, müsste ich ihn einfach direkt weglatschen. So ist der Plan. Ja, so ist der Plan. Und den ziehe ich jetzt auch durch. Und 2 in 3. 2, 1, au, 0. Ich hab doch schon 0 gesagt. Hallo, Headshot. Oh, da hinten ist er. Achtung, Achtung, Achtung. Grenade Killer. Patologia. Oh, wo ist der andere? Wo ist Orange schon wieder hin? Nice. Where are you? A or B? Ist er auf A? Fuck. Oh nein! Der mit der Schrot kommt angerannt. Ich habe so schön den da oben weggeheadshottet und war richtig stolz. Dachte mir, läuft doch, läuft doch. Der Mate legt und ist weg. Okay, Scout bringt mir heute doch kein Glück. Dann ist es wohl die AK, die uns hier hoffentlich noch zu einem Sieg führt. Ich habe hier ein sauschlechtes Gefühl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich hier? Ich weiß es nicht. Habt ihr auch das Gefühl, dass hinter mir einer kommt? Oh nice. A is clear. I can smoke for you, bomb. A looks good. Shit. Ich hätte nicht facen dürfen. Ha. Ich habe von jemandem eine Scout bekommen. Das heißt, jetzt werde ich halt noch ein bisschen ultramäßige Scout-Action machen. Ganz klar, fliegen da jetzt einige Headshots rein. Logisch. Versteht sich von selbst. So, da haben wir ja schon jemanden. Unser erstes Opfer. Boom, Bitch. Geh aus meinem Weg, Bitch. Okay, warte. Komm her. Lauf vielleicht in meine kleine Nate rein. Oh. Oh nein! Ich habe nicht, also ich wusste, wo er steht, aber ich habe nicht gesehen, dass er mich sehen kann. Es war mal wieder ein Spiel, das richtig Spaß gemacht hat, auch wenn sie irgendwie chaotisch gewirkt haben, wie so eine Chaotentruppe. Aber es war meine Chaotentruppe. Schon nice, war schon nice. Ach ja, ach ja. Guck mal da. Da bedanke ich mich mal direkt bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid heute Abend, falls heute Abend Dienstag oder Donnerstag oder Freitagabend ist, auf jeden Fall beim Livestream mit dabei. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.